Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, wir schauen uns noch die Reste des Örtchens Golubovets an. Viel ist es ja nicht mehr, was hier noch vor uns liegt. So, hinein ins Hütchen. Diesmal gleich durchs Fenster einsteigen. So, da hätten wir auch noch. Nö. Wieder nichts. Gut. Was ist das? Aha. Okay. Irgendwie anders aufgeteilt als sonst. Was ist das für ein Gebäude? Interessant. 93, 96. Eieiei. So, was haben da Männerunterhosen? Trage ich prinzipiell nicht. Das ist nichts für Waltraud. Früher wollte sie immer Männerunterhosen tragen. So. Weil das vielleicht jetzt ganz witzig wäre. Machen wir das? Nö, machen wir nicht. Wäre aber witzig. So. Dann würde ich mal sagen, das war Golubovets. Wir haben den Rest jetzt auch noch erledigt vom guten Golubovets. Oh, da ist noch ein schöner Hammer. 57, 51, 56. Wahnsinn, da legen wir den hin. Und nehmen uns den. Wobei. So, Moment. 57, ja. Super. Passt. Mehr brauchen wir gar nicht. So, und weil wir jetzt die Reise antreten, zur Tanke fahren. Danke. So, ja, bitte. Danke. Ah, wir haben Steine gefunden. Ich wollte dieses Türchen auch aufmachen. Schade. So. Na, nur, dass frische Luft reinkommt. Es ist so heiß im Moment. So. Ah. Wir verlassen das malerische Golubovets. Ich meine, jetzt ist natürlich alles wieder da, aber mir fällt gerade auf, wir waren in diesem kleinen Schupfen, waren wir nicht? Da will ich noch einmal rein. Noch einmal ist gut, da will ich rein. Wolle war das Mädel reinlasse. So, gut, da ist aber eh nix. So, weil ich aber gerade da bin. Stoppwechsel. 32. Wir werden hier unser großes Geschäft noch verrichten und fahren dann zur Tanke. So, großes Geschäft, ja, ich wollte schon immer mal auf meine Schuhe. Ja. So. Krankheiten, alles gut. Trinken, ja. Boah, Wahnsinn. Wie das mit dem Natrium. Ja, weil Manni schaut nicht mehr auf uns. Kommt dann sicher wieder was. So. Schauen wir mal, hinter dem Haus ist noch so ein... Wir könnten eigentlich den ganzen Krautensaft noch aussaufen. Können wir während des Trinkens da durch? Nö. So. Manni? Danke. Aber du kannst es anfüllen, dann hast du mehr. Ja, aber wir haben ja auch noch diese Brause hier. Diese Brause hier. Die ganze. So, und den Wein. So, und ich glaube, die Kombijacke werden wir bald mal ablegen. Die muss dann auch weg. So. Ach, wie schön. Unser Wagen. So.
Ja, aber du hast doch noch genug Treibstoff. Ja, aber ich werde nervös, wenn ich zu wenig habe. Na, 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 na. Lauter Felsen. Ob da dazwischen ein Geheimnis ist? Ob eins auf uns wartet? Da hinten ein einsames Häuschen? Oh! Wir fahren sogar in die Richtung des einsamen Häuschens. Oh, 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 da geht die Straße weiter nach Golubovets. So. Ja! Wow! Super! Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja. Und daneben ist so ein Dorf. Neben dieser Tanke. Was das wohl für ein Dorf ist? Wir werden es erfahren. Oh. Ah, es ist so schön. Mir gefällt das richtig gut. Ich bin einigermaßen traurig, dass wir jetzt am Plan nur noch wenig Dinge haben, nämlich die Käsefabrik und den Steinbruch. Ja, und in der Stadt gibt es noch zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir uns anschauen müssen. Müssen. Wollen. Sollen. So. Ja, lang, lang ist's her. Hier parkt noch immer die Polizei. Wow. Sehe ich das richtig, wie viel Treibstoff da ist? Ist hier gar kein Sprengzombie? So, wir machen da mal auf. Wir haben ja, beide Kanister sind voll. Was mit dem Wagen? Habe ich den vollgetankt gehabt irgendwann mal? Ja, den habe ich. Jetzt hat er gar keine Batterie mehr. Super! Aber dafür ist er vollgetankt. Hm. Hallo. Oh Mann, ich schaue auf uns. Super. Erstmal trinken. Auf den Schock. Erstmal trinken. Sag mal, ist da wieder Käse? Wir werden es gleich wissen. So, für Manni. Das ist doch Käse, sag ich doch. So, was da? Ah, gutes Coke. Und da? Kaffee. Und der Becher ist weg. Okay. Ja, das ist nicht ein Messbecher, das ist der sogenannte Essbecher. So, das Cola werden wir auch komplett aussaufen. Ja, ja, ja. Trink ruhig weiter, trink nur. Lass dir's gut bekommen. So. Für Manni. Für später. So, da unten ist ja auch noch was. Kann man vielleicht da hinten irgendwann einmal... Ich bilde mir ein, vor langer, langer Zeit habe ich hier irgendwann mal einen Kanister gefunden. Hm, aber es war eine andere Tankstelle. Es war eine andere Zeit. Damals gab es überall Kanister. Heute gibt es sowas ja nicht mehr. Aber früher, da haben wir noch Fensterkit gegessen, weil wir sonst nichts zu essen hatten. Und da haben wir Kanister gefunden. Ja, damals. Ein Beanie, super. Ein Beanie, eine Beanie. Die Haube, oder? Die Mütze. Der Käse. Oh. Super. Und keine Zombies. Weder Sprengzombies noch normale Zombies. Es ist der Wahnsinn. Da-da-da. So, mein lieber Manni. Lieber Jolly. Nein, nicht jetzt. Ach, Waldraut, da hinten ist die Toilette. Ach. Ach, Waldraut. 45 Grad, ja, oh, 105, ja, okay. Okay, ich verstehe dich. Ach, ups. Na, das ist ziemlich schmutzig. Von Durchfall getrieben. So, gibt es hier in der Nähe irgendwo ein Häuschen?
in das ich noch einbrechen könnte. Ja, dieses eine abseits gelegene Häuschen und dann geht's runter zur Körsefabrik, denke ich mal. Ja. Das ist jetzt schade mit dem Durchfall. Sowas soll ja gar nicht sein. Baseballschläger haben wir auch noch nie verwendet. Oder? Haben wir schon mal Baseballschläger? Keine Ahnung. So. Da. Aber viel Treibstoff ist da drin gewesen. Wow. So, na dann auf in Richtung Käsefabrik. Ist die angeschrieben? Was steht denn da? Williki weiß es nicht. Williki weiß es nicht. Aber wir werden es einfach... Oh, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Oh, verdammt. Verdammt. Ein Traktor. Oh, da oben habe ich mal... Oh, wie schön. Oh, da habe ich mal gebaut. Oh, wie cool. Da oben. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen zeigen, wo ich mal eine Base gebaut habe? Hallo? Hallo? Gut, das mit dem Baseballschläger ist nicht meins. Nö, da ist mir das Hämmerchen schon lieber. So, kommt das da dazu? Herr Inspektor, er war es selber, ich weiß es. Ein Küchenmesser. Küchenmesser? Nein, so weit lasse ich mich nicht runter. So. Haben wir dann nochmal was zum Trinken? So, und jetzt schauen wir aber ganz genau. Also, ja, ich würde gerne noch mehr trinken. Weitert braucht Wasser. Oh, wie cool, vor so einem großen Update. Ich glaube, das war bevor die Stadt überhaupt gekommen ist, haben wir da oben hinten auf dem Hügel gebaut. Da will ich einmal noch hin. Sorry, aber das will ich sehen. So, geht's jetzt? Ja, jetzt sollte ich langsam wirklich mal auf die Toilette gehen. So, jetzt soll es aber langsam reichen, oder? Ja, ich denke schon. So. Hallo? Hallo? So, jetzt könnte man gleich nämlich die Toilette hier benutzen. Was haben wir da Schönes am Boden? Eine schöne Jacke? Eine Regenjacke? Super! Oh, ja. Ich denke mal, war auch schon ein wenig dringend. Oh ja, 51, 52 geht rapide nach oben hier. Wird auch noch stärker nach oben gehen, obwohl wir jetzt Pipi machen. Aber ist so. Weil so viel noch im Magen ist. So. So, bitte Spaghetti, bitte. Ach so, ich kann mich gar nicht verbinden, wenn ich keine Wunden habe. Spaghetti. Wasser, super. Ah, toll. So, und da hinten oben, bei diesen Hügeln, da habe ich meine Base gebaut gehabt. Großes Fundament, großes Haus oben begonnen. Oh, das war schön. Das war schön. So, das füllen wir noch auf. Wir tun's für Mami. So, und dann schauen wir nach oben. 3333. Das gibt's ja nicht. Mädel! Ach ja. Ja, was bleibt im Magen? Sonnenblumenkerne. An sich ja alles okay. So, Inventar. Wo ist die Flasche jetzt hin? Die Flasche ist weg. Oh mein Gott. Oh nein, da ist sie ja. Ja, man muss auch lernen. Aus Fehlern lernen. Ich will ja eigentlich nur viel trinken, damit ich das Ganze dann, das ganze Natrium sozusagen ausspülen kann. So. Bah, wie viel Dreck da am Boden. Boah, das war auch damals schlimm in der Schule, wo wir da oben so hin, oh, dieser arme Hausmeister, der das alles wegmachen musste. Naja. So, jetzt passt's.
So, wo gehen wir das hin? Egal. Was da in dem Haus? Ist das ein Gehege? Stallungen. Hallo. Was ist das? Da ist doch was. Datum. So, super. So, Stoppwechsel. Ja, eigentlich alles gut. Ah, wie schön. Ah, durch das Dorf bin ich gelaufen und habe Teile gesucht. Da hinten ist noch mein Traktor, oder ein Traktor, besser gesagt. Legin? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Da ist doch einer. Da liegt er. So, jetzt Blutbad. Wo ist der Rest? Tisno, da war ich auch nicht. Ich glaube, ich war noch nie in Tisno. Mirkovci. Ich glaube, ich war noch nie in Tisno. Oder es fiel mir noch nicht auf. Das kann natürlich auch sein. So, ich möchte zur Garage. Da hinten ist eine Polizei. Wahnsinn, was da alles ist. Ein Baum. Da, eine Waschmaschine. Super. So, was haben wir da? 85, nicht schlecht. Wir haben zwar 88, aber 85, nicht schlecht. So, na, wenn hier ein Brunnen ist, muss man natürlich auch gleich trinken. Das muss man nutzen. So. Schön wieder aufstehen. Und weiter geht die Reise. Das ist ein hohes Haus. Was ist denn das? Da liegt doch was. Was ist denn das? Eine Zwangsjacke. Eine Spitfire-Jacke. Spaghetti? Jetzt endlich. Gib mir die Spaghetti, bitte. Nö, 98. Das sieht doch eigentlich aus wie eine Polizeistation, oder? Oder irre ich mich da? Nö. Ich irre mich nicht. Oh, Schlägerei von der Polizei! Au! Ja, ja, komm nur. Au. Au. Oh. Auf jeden Fall ist der ziemlich schnell. Oh. Okay, die Dame. Oh, und jetzt habe ich sie beleidigt auch noch. Oh. Genau in die ausgestreckte Faust gelaufen. So. Haben wir nicht eigentlich gesagt, ich wollte schießen? Ich wollte mehr schießen? So, Wunden versorgen, das ist ganz gut. So, 25, das ist okay. 1100, ich wollte doch ausspülen. Lassen Sie mich ausspülen, bitte. So, alles trinken. Schlägerei mit der Dame vor der Polizei. Ist doch gut. So, sehr gut. Moment. Ach komm, das lassen wir.
So, die Flasche können wir da. Wir können es ja notfalls noch auffüllen. So, was haben wir da Schönes? Oh, Shirt und hier, ganz toll. Brauchen wir nicht. So, den Polizeiwagen könnte man hier stehlen. Sofern er hier drin ist. Ist er aber nicht. Oh, schönes Schwarz. Brauchen wir nicht. Rosa wäre jetzt. Ja, jetzt glaube ich, ist wieder rosa Zeit. Oh, da hinten ist ja noch eine Polizei. Eine Apotheke, eine Polizei. Was ist das? Schlauch. Hose. Was? Hose. Da steht Hose. Hose. 0,5 Kilo. Kann ich das in die Hose geben? Nö. Nö. Okay. Ist aber for transferring liquids. So, na dann gehen wir da noch in die Polizei rein. Habe ich jetzt schon Angst. Da hinten ist noch eine Garage. Wahnsinn, super Dorf. Und ich wollte mir den Ort noch ansehen. Wie ich damals gebaut habe. Da ist ja gar keiner. Sehr schön. So. Oh, ich sehe, wir nähern uns schon zeitlich bedingt dem Folgenende. Oh mein Gott. Da liegt er ja, der Herr Polizei. Ein Schuss? Oh mein Gott, es werden immer mehr. Sie kommen von überall. Also da sehe ich zumindest keinen. Okay, der eine, der da so rumlungert. Ja, vielleicht tatsächlich im oberen... Wo kommt der bitte her? Vielleicht im oberen Stock, wollte ich sagen. Da waren wir drin, das ist der, der lungert. Da ist der Lungerer. Es ist der Lungerer. So, haben wir da noch was? Nö. Ein schönes Cola-Zischen. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Nö. Und die Sachen sind auch nicht mehr gut, die er hat. So. Ja. Ist okay. Muni kann man nehmen. Muss man nicht. Weil ich gerade da bin. Stopfwechsel. 40. Okay, ja, kann man mal machen. Ja, und? Ja. Das tut gut. Das tut gut. So. Da liegt ja keiner. Gut. Dann holen wir uns da noch ein paar Sachen. Und da liegt ein Magazin am Tisch, glaube ich. Aber sicher ein leeres. Block 21. Das Spiel will mir immer etwas sagen mit der Block. Immer. So. Diesmal nehme ich aber das Magazin nicht mit. Hehe. So. Dann würde ich sagen, wir haben es erledigt. Polizeistation. Erledigt. Oh, stichsichere Weste. Super. Brauche ich zwar jetzt echt nicht, aber... Sind die schön?
99. Nein. Wir haben rosane, das passt. Das passt unser Weitraut ganz gut. So. Ah, wie schön. Die Leichen. Schön. Ja, da kann ich nichts dafür. Ah, da ist ja auch noch so ein Supermarkt. Oh, wie cool. So, eines will ich in dieser Folge noch machen. Ich möchte an den Ort fahren, an dem einst vor langer, langer Zeit meine Base stand. Und die war nicht mal so klein. Ja, es war in dieser Staffel. Und ich glaube, es war vor dem Update, welches gemacht wurde zum Einfügen der City. Der Baum da war, weiß ich nicht. Oh, wie cool. Und da habe ich eine Ziege erschossen. Das war aber keine Senke hier. Da habe ich ganz am Anfang Autos abgestellt. War das hier? Das war auf jeden Fall bei so Steinen. Hier? Ah, wie cool. Ah. Ja, toll. Ah, wie cool. Und gleich Auto zerstören. Ah. Oh, da drüben. Die haben den Wald auch ein wenig verändert. Oder? War ich so oben? So weit oben? Waren das diese Felsen? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Oh, ist aber super Ausblick. Super Ausblick. Und irgendwie habe ich da eine Ziege erschossen. Aber die hat es auch verdient gehabt. Oh, oder ein Pferd. Armes Pferd. Ach, wie cool. Ah. Oh, es wird mir fehlen. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon bald dem... Oh, schöne Handschuhe. Nehme ich die? Nehme ich die? Ich werde die Finger losen lassen. Ja, die sind doch besser. Da kann ich besser greifen. Mit mehr Gefühl. Oh, da oben ist der Bär. Ein Bär war es. Ich hab's wieder. Es war ein Bär. Und zwar eher... Ist das ein Schwein? Okay, es war ein Schwein. Es ist ein Bär? Ach, ich kann es ja nicht. Ah, wie schön. Ach, wie schön. Ah, wie cool. Ganz am Anfang. Ah, da bin ich so wild herumgefahren und habe dann einen Ort gesucht, an dem ich eine Base errichten kann. Da habe ich mir das daraus gesucht hier. Die Gegend. Und ich glaube, es war genau hier. Uiuiui. Ja. Oh, wie schön. Genau. Mit schönem Ausblick. Hier habe ich Autos geparkt, da habe ich Lagerkisten aufgebaut und dann eine Foundation rüber bis zu diesen Bäumen. Ah, das war schön. Das war schön. Ach, wie cool. Ah. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.